tut mir leid. Jesse? Sie sind hier unten! Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist. Wie stark? Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut.
Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. So, Leute. Ja, Abschied nehmen. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Schade, ich dachte, man kann vielleicht nochmal zum Grab. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Junge, Junge. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Boah, Leute, die gehen jetzt richtig auf Jagd. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Da wird ja nicht diskutiert. Musst du den Rucksack holen? Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Ich finde aber, eine Kritik muss ich loswerden. Audio-Balance ist nicht ganz so geil. Also wo die vorhin mit Joel da weggeritten sind, als sie die Alte gerettet haben, die Pumperliese, da war das mega laut. Und jetzt ist es schon wieder so echt leise. Also ich bin tatsächlich nebenbei auch schon mit der Maus mit OBS immer am Hoch- und Runterregeln. Oh, hier war sein Haus, guckt mal. Das ist ein Hase. Hase, der knabbert an den Blumen rum. Kusch dich! Geht doch. Oh, die ganzen Briefe. Wer soll die denn jetzt lesen? Boah, die haben so viel durchgestanden, Leute. Und Joel war so ein Guter. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Meistens sind das Briefe mit Dingen, die man nicht mehr sagen konnte. Oh, das ist ja noch trauriger. Danke. Aber soll das dann so darstellen, dass der Geist das dann lesen kann oder was? Oder dass derjenige, der was sagen wollte, es einfach los ist. Krass. Die Atmosphäre auch gerade. Ein bisschen betrübt bin ich tatsächlich. Finde ich gut. Also das zeigt, dass das Spiel einen mitnimmt. Weiß nicht, ob es nur mir so geht, Leute, aber... Oh, Gitarre. Sie malt die Gitarre wieder. Zeig mal. Oh, das auf jeden Fall lesen, ihr Tagebuch. All die Versprechen bei Sonnenuntergang, ich habe sie ernst gemeint, genau wie alle anderen. Dina hat gefragt, aber okay, das hatten wir schon. So, ich schmecke Eisen, Wunden brechen auf, wenn ich schreie, Strich, singe. Du warst das weiche, was? Du warst das weiche Sirin des Nylons. Was? Sirin? Der Geruch nach Holzöl. Der volle Klang. Saiten aus Stahl klingen heller. Alter, was schreibt die da eigentlich für ein... Ist das ein Liedtext? Das ist, glaube ich, ein Liedtext und er würde wieder nur auf Englisch Sinn machen. 100%. Also da würde er sich bestimmt reimen. Tommy sagt, ihr Name sei Abby. Boah, Leute, ich weiß jetzt schon, was passiert, Alter. Ich habe mir das in meinem Kopf schon zurechtgelegt. Die wird richtig Rambo jetzt. Hundertprozentig. Die wird richtig ausrasten. Aber ich finde das geil, Leute, wenn wir jetzt auf Jagd gehen. Aber waren das denn die Fireflies? Was war das für eine Gruppe? Also die Fireflies...
Sie hat ja auch gesagt, dass Joel sie kennen müsste. So. Und war das nicht so, dass die Tussi am von den Fireflies, die wir am Labor getötet haben, dass die eine Ziehtochter hatte? Und ich glaube, das ist die. Also um jetzt mal so zu fachsimpeln. Ich habe keine Ahnung, wir werden es sehen. Und HSV, ein 12-Stunden-Stream wegen dem Spiel, weil ich so mega gehypt auf das Spiel bin. Vielleicht mache ich auch länger, Alter, je nachdem, wie fit ich bin. Aber ich habe letzte Nacht nicht ganz so gut geschlafen wegen meinem Zahnschmerzen, aber... Und habe heute früh schon nur 600er Ibuprofen genommen. Das heißt, die trübt ja auch ein bisschen immer die... Zurechnungsfähigkeit. Aber wir gucken, ich gebe mein Bestes. Ich bin richtig aufgedreht, immer noch. Das war seine richtige Tochter. Ellie war dann quasi sein Ersatz. Bisschen Ähnlichkeit ist ja auch da. Es ist so traurig, Leute. Es ist wirklich traurig. Guck mal, da ist auch noch ein... Guck mal, da ist er mit Ellie zu sehen und dem Pferd. Ach, Joel, ich werde dich vermissen. Joel war cool. Joel war richtig nett. Joel war auch eine kleine Zicke, aber Joel war halt einfach mal Ellies alles. Muss man einfach so sagen. Viele denken, dass wenn man Briefe an das Grab oder wie hier an das Haus legt, dass die Nachricht bei den Toten ankommt. Ah. Oh, seine kaputte Uhr. Revolver. Den nehmen wir natürlich mit. Damit werden wir sie töten, Leute. Damit töten wir Abby. Hundertprozentig. Okay, ich glaube, wir haben alles. Komm her schon. Alles okay? Ja, nur. Komm einfach runter. Da sind die beiden Brüder. Oh oh. Oh, also irgendjemand ist jetzt da unten. Ich würde mal sagen, Joel stand auf Western, wenn ich mir diese Bilder angucke. Komm einfach runter. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann heil zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird.
dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter und... Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Mhm. Hey, hab mal Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Wie unfassbar gut dieser Wald aussieht, Leute. Alter Falter. Und überall ist Farm. Und Vögel. Und das ist alles so dicht bewachsen und überhaupt. Da geht mein Planet Zoo-Herz gleich wieder auf. Eichhörnchen. Es sieht halt wirklich echt gut aus, oder? Sagt mal ehrlich. Crazy. Also HSV war vorhin übrigens im Chat der Meinung, dass Joel vielleicht noch lebt, aber das kann nicht sein, Digi. Das kann wirklich nicht sein. Schädel wurde eingeschlagen, ähnlich wie bei Clan in The Walking Dead. Hashtag Spoiler. Und, guck mal, Hasen sind da. Und er wurde ja auch begraben. Mir juckt die Nase. Hashtag Heuschnupfen. Ja, die Pflanzen sehen auch echt gut aus. Generell sieht das sehr gut aus. Der Wald, ich mag das voll. Sieht halt wirklich aus wie ein richtiger Wald. Feier ich. Man könnte jetzt auch schnell hier durchreiten, Leute. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte es genießen. Und was ich cool finde, dass der Schnee vorbei ist. Also nicht, weil mich der Schnee genervt hat, sondern einfach, weil es jetzt, weil man hat wieder eine Änderung jetzt. Eine Veränderung im Spiel. Jetzt juckt meine Nase die ganze Zeit. Ah! Ah, ich kann auch mit einer Hand spielen, Leute. Pro-Gamer können das. Baum. Scheiße. Ellie. Autos. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. So, jetzt sagt mal einer. Guck mal, hier ist eine Bushaltestelle. Das heißt, hier ist quasi... Aber so lange ist die Apokalypse nicht her, also... Okay, war wahrscheinlich mal eine Straße. Die könnte schon zugewachsen sein nach einem Jahr oder so. Aber so, dass die großen Bäume jetzt hier quasi schon gewachsen sind, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Frage ist dann, warum stehen hier so viele Autos? Bin ja immer so ein realistischer Denker quasi. Ein Realistiker. Da sind wir. Ich lag wohl falsch. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Ja, das kommt schon eher hin. Also das. Wobei, da wäre halt überall Asphalt. Ob der Asphalt jetzt schon so. Ja, doch 4 Jahre schon alleine älter geworden. Ja, würde der Asphalt so doll zuwachsen? Ich weiß es nicht. Weil im Endeffekt müsste der ja, das Gras müsste ja von außen nach innen wachsen. Ja, da war vielleicht eine Bushaltestelle. Aber das ist geil, Leute. Das ist geil. Das ist ein Walking Dead-Feeling. Sie bräuchte jetzt noch so einen Cowboy-Hut, Alter. Dann wäre sie Rick. Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen und versteht es. Habt dafür Verständnis, dass ich jetzt hier nicht schnell lang reite, sondern mir das einfach mal angucke und es ein bisschen genieße, weil ich stehe total auf dieses Apokalypsen-Zeug. Vor allem, wenn die Natur sich den ganzen Scheiß zurückholt. Ja. Genau mein Ding, Junge! Das wächst von unten durch den Asphalt. Bist du dir da sicher, dass das da durchkommt? Ja. Noch eine Sammelkarte. Ich finde lauter Sammelkarten, Leute. Nase, ja? Diese Nase. Ich hack sie ab. Eine Karte. Willkommen in Seattle.
Zentrum von Seattle. Naja. Meinst du nach 4 Jahren? Nach 4 Jahren ist das so durchgewachsen? Schwierig. Das ist ja schon länger. Die Apokalypse ist ja schon länger. Man weiß es nicht. Aber könnte ich mir vorstellen, dass das so zuwächst. War was Gutes da drin? Bei The Walking Dead wächst das auch nicht zu, Leute. Ja, das ist doch was. Oh, ich liebe das. Sieht schon schön aus. Einfach mal genießen, Leute. Einfach mal genießen. Gehen wir jetzt geradeaus oder gehen wir links? Ah, links kann man, glaube ich, eh nicht. Pferd wird langsamer. Sieht verlassen aus. Ja. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Auch das macht mir Angst. Ich dachte, man hätte vielleicht die Autotür aufmachen können, aber geht nicht. Geht leider nicht. Ja, finde ich auch. Wenn die Natur sich so alles zurückholt, das sieht schon geil aus. Ich mag das auch mega. Das hat bei The Walking Dead so ein bisschen gefehlt. Weil das geht ja auch über Jahre quasi. Die ganzen Staffeln. Aber ist vielleicht schwierig darzustellen. Vom Drehset her, weiß ich nicht. Sieht der gut aus, Leute. Ich muss es nochmal sagen. Dieser Wald sieht so unfassbar gut aus. Müsst ihr doch einfach mal sagen. Alleine hier dieser Farn. Da schlägt doch mein Grafik-Hurenherz direkt wieder höher. Oh ja. Wow, ist das die Quarantänezone? Alter. Yep. Schau mal nach oben. WLF. Eindringlinge werden sofort getötet. Sehr freundlich. Aber zumindest sind wir hier richtig. Wo sind denn alle? Die haben das Schild aufgestellt. Es muss also irgendwo reingehen. Hm. Geil, Leute. Geil. Hallo Cora, willkommen im Stream. Da scheinen Risse zu sein. Da oben, in der Mauer. Kann's mir nicht mehr angucken. Ich bin leider dran vorbeigelaufen, aber sie meint wahrscheinlich da. Ja. Siehst du das? Ja, ich weiß nur nicht, wie wir da raufkommen. Mit einem Jetpack, wie sonst. Sie kann sie doch einfach wieder hochwerfen. Den Vorschlag hat sie doch beim letzten Mal gebracht. Wirf mich einfach da oben durch das Loch. Boah, Leute, ich bin so gespannt, ey. Das geht jetzt vor allem noch so lange, dieses Spiel. Das mache ich öfter mal vor Spielen. Gucken, wie lang die Spielzeit ist. Und bei dem hier war es, wie gesagt, das finde ich aber auch kein schlimmer Spoiler. 24 Stunden. Lesen. Wenn du zum Tor kommst, such einen Soldaten namens Kieran. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann gib ihm das Kilo. Und er wird dich reinlassen. Okay. So eine Szene in VR wäre auch krass. Na, Jimo, ich muss da jetzt leider patzig oder sarkastisch antworten. Wenn man nach so einer langen Zeit jetzt, nach 3 Stunden Spielzeit, sagen wir drei, in den Chat kommt und fragt, was habe ich verpasst, da muss man leider sagen, alles. Die Antwort ist alles. Das kann man leider nicht schönreden. Aber man kann ja auch jetzt einfach auf meinen Namen klicken unterm Stream, auf Videos und die Wiederholung gucken. Ziemlich leer gefegt. Ziemlich leer gefegt. Du warst nur 10 Minuten weg? Okay. Lesen. Fedra-Stufe der Infektion. Infektionsstufe 1. Motorische Funktion des Opfers übernommen. Schnell und wendig. Infiziert der Stufe 1. Sind gewöhnlich in Gruppen unterwegs. Nicht überrennen lassen. Okay, das sind quasi die Runner. Infektionsstufe 2. Nutze die Umgebung zum Verstecken und Angreifen der Opfer aus dem Hinterhalt. Greife oft von den Seiten oder von hinten an. Greift oft von Seiten oder von hinten an. Mit Vorsicht nähern und Umgebung prüfen. 3. Völlig blind, aber scharfes Gehör. Spürt Beute mit Hilfe von Echo-Ortung auf.
auf Abstand bleiben. Stufe 3 Infizierte sind ihre heftigen Angriffe bekannt und extrem tödlich. Das haben wir mitbekommen, One-Hit. Selten, aber gefährliche Weiterentwicklung der Infizierten der Stufe 3. Unglaublich stark, können säurehaltige Geschosse schleudern. Nicht angreifen, wenn nicht absolut unumgänglich. Ja, das sind diese Fetten, die kenne ich auch noch. Okay. In den letzten 10 Minuten, Jimo, hast du gar nichts verpasst. Also, wir sind halt los. Wir haben Joes Sachen geholt und sind dann los. Vor allem, hier sind Zellen. Warum sind hier Zellen? Sind das Käfige? Hm. Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Kann man so sagen, würde ich sagen, oder? Kackt der mich an, obwohl ich die ganze Zeit da war. Er weiß doch nicht, wann du gegangen bist, Mann. Warum gehst du auch? Ich kann bei so einem Spiel gehen. Berechtigte Frage. So, okay. Haben wir? Da hast du recht, VZ. Da hast du recht. Das ist nicht aktuell, ist nicht korrekt. Ich habe einfach nur die Zahl geändert. Vorher hatte ich ja eine 1080. Eine 1080. Hast natürlich recht, es ist eine RTX, keine GTX. Weil mein Hund sonst in die Wohnung macht. Hä, du zeigst, guckt dein Hund nicht mit? Also wenn dein Hund mitgucken würde, der würde sich das verkneifen, dir zuliebe. So. Du musst das machen wie alle faulen Hundebesitzer. Du musst dir ein Katzenklo hinstellen, ein extra großes. Und wenn du mal keine Zeit hast, dann geht dein Hund aufs Katzenklo. Alle liegen Tote, das sehe ich jetzt erst. Guck mal. Digga, wie der die Schuhe noch anhat. Verrückt. Das waren Soldaten aus der KZ. Siehst du die Fedra-Uniform? Meinst du, das war die WLF? Ja, und sie haben sie hier gelassen. Als Warnung. Echt abartig. So, jetzt ist ja die Frage. Siehst du einen Weg rein? Ellie, was ist mit dem Dach da drüben? Hm. Aber dann lassen wir das Pferd ja zurück. Wollen wir jetzt einfach das Pferd zurücklassen? Niemals kann die so weit springen. Wir müssen da hinten hoch. Über die Kanister, über die... da lang und dann da ein Jump und dann da hoch. Okay, warum kann man jetzt hier hoch? Hier gibt's doch gar nichts. Das ist eine Finte. So, da können wir hoch. I see it. Hallo Anja, Mensch. Grüße. Hab ich dich schon begrüßt eigentlich? Nee, wa? Hey, schubs mich doch nicht. Ja, komm, mach's vor. Ich mach's nach. Oder besser. Dina, hilf mir hier hoch. Okay. Hallo Mavis, Grüße. Die Augen offen. Versuch das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. Wie soll sie so ein großes Tor öffnen? Ohne Strom vor allem, ohne alles. Oh Gott. Ich würde jetzt eigentlich darüber springen und dann eher da lang laufen, richtig? Bam, bam, bada, bam, bam, bada. Ja, balancieren. Balancieren wir gestern. Okay, wir müssen unten lang. Die ist ganz schön mutig, Leute. Alter, nicht geduckt loslaufen. Fuck. Alles gut. War nur echt knapp.
Okay, an Anya kann man das jetzt sagen. Anya, was du verpasst hast, alles. Man muss das leider so beantworten, mit allem. Du hast alles verpasst. Kann jemand Anya Stichpunkte sagen, was sie verpasst hat? Ihr macht das doch immer so schön. Maria kann das super. Wo sind diese Wichser? Du hörst, sie ist auf jeden Fall sauer auf jemanden. Oder Lutrien kann das auch gut zusammenfassen. Wusste ich es. Die Sprunganimation. Ja, sie ist halt ein bisschen, vielleicht ist sie ein bisschen... Alter, wie sie da runterjumpt. Vielleicht ist sie so ein bisschen steif, man weiß ja nicht. Joel tot, Ellie sauer. Das ist ein bisschen... Also Joel tot, Ellie sauer ist ein bisschen... Das ist zu... Also zu oberflächlich gesagt. Das muss man... Also das lasse ich nicht zählen. Es stimmt zwar, aber das lasse ich nicht zählen. Okay, wie krieg ich dich an? So, hier ist bestimmt zu. Aber den Trick haben wir ja schon mal durchschaut. Was nicht passt, wird passend gemacht. Oder halt kaputt. Oh, was ist das denn jetzt? Okay. Wann das wohl geschrieben wurde? 0512, merken bitte! Ein großer Einsatz steht bevor und Isaac will, dass wir alle restlichen Vorräte aus dem Stadtzentrum bergen. Holt das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus. Der Kuppel. Und bringt es zum Versteck. Wieso hat man da so Abstriche gelassen? Ah, okay. Diesmal hat es unterstrichen. Quasi auf dem Papier sieht man es. Da, die haben es unterstrichen. Kuppel und Gerichtshaus und so. Okay. Auf jeden Fall, ja, lohnt sich's, wenn man bis jetzt alles verpasst hat, das nachzugucken. Gibt's ab morgen Vormittag auf jeden Fall auf YouTube. Das Problem wird sein mit Nachgucken. Ich streame ja morgen Vormittag dann auch gleich weiter. Aber ihr könnt euch vorstellen, also es kommt jetzt nach und nach auf YouTube. Könnt ihr mal stückchenweise gucken oder so. So, was haben wir da an? Voll den Bunker. Bunkerturm. Von da kamen wir ja. So, jetzt ist die Frage. Die Tür auf? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich werde das jetzt auf jeden Fall die nächsten 2-3 Tage durchsuchten, das Spiel. Es geht irgendwie nicht anders. Ich kann das auf jeden Fall nicht einfach... Nee. Wird eh scheiß Wetter am Wochenende. So. Bierchen trinke und Bierchen trinke. Das hat sich Markus gemerkt, weil wir gesagt haben, er ist wie die Typ. So, wir müssen auf jeden Fall hier mal jetzt gucken. Strom. Wir brauchen Strom, Leute. Wir konzentrieren uns jetzt hier mal wieder alle und suchen nach dem Strom. War klar, dass das nicht geht. Nadine, ist dein Chef morgen da? Kriege ich dieses verdammte Tor auf? Ja, wie kriege ich jetzt das verdammte Tor auf? Können wir mit dem Auto dagegen fahren eigentlich? Nö. Nee, das kommt in 3-4 Stunden Parts, Kev. Ah, das ist schlecht, dass er morgen da ist. Okay, also Strom wird ja hier nicht sein. Und ein Generator ja eigentlich auch nicht, oder? Vielleicht hinter dem Kapuff? Nee. Und Bierchen trinke. Hier haben wir einen Generator. Das ist mein Generator. Wozu Strom? Na, für das Tor, für das da hinten. Jo, Steiger, Junge! Tür auf, klack. Oh, cool, wie sie das richtig aufmacht. Bei anderen Spielen hätte sie jetzt einfach nur irgendwie so... Also bei alten Spielen zumindest. Man merkt da schon Fortschritt. Oh, Mist.
Zack, Stromschlag, Game Over. Wir können ja die Zeit zurückspulen. Ach nee. Hey, aber. Ihr könnt es entweder auf YouTube gucken oder ihr könnt aber auch die Wiederholung bei Twitch gucken. Allerdings werde ich das löschen, was bei YouTube schon online ist. Auf Twitch. Ein paar YouTube-Klicks und so. Wäre mir natürlich lieber, wenn ihr es auf YouTube guckt. Und natürlich wie immer einen Kommentar da lasst. Was ein paar Leute von euch schon sehr gut machen auf jeden Fall. Danke dafür. Aber ich werde mich jetzt... Ich habe mich übrigens entschieden. Ich habe das auch schon mal mit meinem Netzwerk jetzt abgesprochen. Mal als kleiner Fun-Fact. Für die Leute, die doch noch auf YouTube ab und zu meine Parts gucken von Let's Plays. Ich werde keine üblichen Let's Plays mehr auf YouTube machen in nächster Zeit. Bei Spielen wie Ark, ja, es wird demnächst auch wieder Ark kommen. Ihr habt euch nicht verhört, das böse A-Wort. Da wird es Folgen geben. Aber bei so Story-Games hier mache ich nicht mehr. Das kostet mich zu viel Zeit mit Cutten. Ihr könnt dann 4-5 Stunden am Stück gucken. Und bei Story-Games ist das, glaube ich, eh angenehmer. Wenn ihr durchsuchten könnt. Wenn ihr dann mal Feierabend machen müsst nach einer Stunde, weil ihr ins Bett müsst oder so, dann merkt euch einfach, okay, ich habe eine Stunde geguckt. Okay, hier haben wir keinen Strom und das große Tor geht nicht auf. Und dann guckt halt den nächsten Tag weiter, so. Merkt euch einfach die Zeit. Oder macht Rechtsklick auf die, auf den Time-Balken und speichert euch den Link an der Stelle. Ach, kein Saft. Kein Saft. Kein Gummibärensaft. War ja klar von der anderen Seite. Es lohnt sich einfach nicht, Westcott. Es lohnt sich einfach nicht. Ich baller das komplett raus und fertig. Guck doch keine Sau. Für 25 Klicks brauche ich... Nee. Das lohnt sich einfach nicht. Guck dir Final Fantasy an. Das hat sich sowas von gar nicht gelohnt. Von daher könnt ihr durchgucken und fertig. Ihre Freundin steht auf der anderen Seite des Tores und wartet, dass wir das Haupttor aufmachen. Deswegen, wie gesagt, ich hau jetzt dann 3-4 Stunden Folgen raus. Auch nicht jeden Tag eine, dann habt ihr genug Zeit zum Gucken. Wobei jetzt am Wochenende hau ich doch, glaube ich, bestimmt jeden Tag eine raus. Render das über Nacht, hau das raus auf YouTube und dann könnt ihr gucken, wie ihr lustig seid. Nix zu danken. So, jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt aber immer noch nicht... Jetzt muss sie da drüber klettern, um den Stein aufzuheben. Als ob sie da nicht durchfassen kann. Wir haben jetzt aber immer noch kein Kabel. Oben war kein Kabel. Muss ich das Kabel von hier jetzt nehmen? Nee. Also müssen da ein Kabel anschließen. Wo kriege ich jetzt das Kabel her? Und hier bestimmt nicht. Wir müssen erst die Freundin holen, richtig? Ja. Brauchst einen Cutter? Ach, hallo, übrigens Knopfäuglein. Willkommen im Stream. Ja, einen Cutter würde ich auch machen. Wenn ich so pro Video 10.000 Klicks hätte, dann hätte ich den Restcode schon dafür bezahlt. So ist es nicht. Aber da das weit entfernt davon ist und man einfach zugeben muss, dass mein YouTube-Kanal leider tot ist, habe ich kein Geld für einen Cutter. Also hätte ich vielleicht schon, aber da bin ich zu geizig für. Wenn ich dann wenigstens auf 0 rauskommen würde, dann wäre das kein Ding. Aber da das nicht der Fall ist... Das war keine Frage, bloß eine Aussage. Hä, wo ist denn jetzt hier ein Kabel, Leute? Muss ich das von drüben nehmen? Du hast ja alle auf Twitch gelockt. Ja, ist auch besser so. Ich glaube, das hat man auch schon vor einiger Zeit gemerkt, dass der Fokus eher auf Twitch liegt. Muss man einfach so sagen. Weil es einfach mehr Spaß macht, mit euch mich zu unterhalten, als wenn ich stupide zu Hause sitze, offline und Videos aufnehme. Muss ich jetzt den Quark hier wieder tatsächlich... Wie viel Kabel hat sie denn?
noch einen anderen? Ne, wir müssen das einmal wieder da drüber werfen, richtig? Ah, Sherlock Holmes, Alter. Ich bin übrigens angefixt, werde den ersten Teil nur doch schauen. Da bin ich ja mal gespannt. Teil 1, Okay, an die Leute, die auch Teil 1 geguckt haben, findet ihr Teil 1 schreckhafter, also wie sagt man, gruseliger? Finde ich eigentlich nicht. Ah, hier kommen ja auch Klicker und du hast es dir vorne reingezogen. Ist ja auch nicer. Okay. Ja, hallo Zähnchen. Ah, ich hab noch. Und jetzt drinne den Schalter, richtig? Machen wir. Naja, Teil 1 lohnt sich auch mega. Da hat man auch so einen Schockmoment, wo du dir denkst. Aber im Endeffekt habe ich dich ja schon gut gespoilert mit Teil 1, weil ich vorhin nochmal zusammengefasst habe. Aber lohnt sich trotzdem. So, Passwort zuerst wahrscheinlich. Ach, scheiße. Zurück. Jetzt habe ich schon was eingegeben. Was war das? 05? Chat, wer hat sich's gemerkt? Es war auf jeden Fall 05, 012? Ludrien. Teil 1 fand ich gruseliger, aber die Story finde ich hier echt stark. Finde ich auch mega. Gut gemacht. Shit. Wisst ihr, was schlecht war? Das war mega laut. Das war ziemlich laut. Ja. Und jetzt kommen bestimmt wieder die ganzen Runner angerannt. Stellt euch mal vor, das Pferd wäre jetzt dazwischen eingequetscht. Alter. Das wäre auch mega krass. Vielen Dank, Ludrien. Was jetzt? Da war so ein Zettel. Da stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina-Basis ein WLF-Versteck gibt. Seravina. Suchen wir sie und finden hoffentlich den ersten WLF. Oh, das sieht so gut aus. Und sehen dann weiter. Mit den Ampeln. Wisst ihr, was jetzt auch richtig geil wäre? Mal, um meine Fantasie auszusprechen. Wenn man jetzt da hinten um die Ecke kommt und da einfach eine riesen Horde ist. Stellt euch mal vor, da wäre jetzt so eine riesen Zombie-Horde. Alter, das wäre schon episch. Oder Tiger. Wie bei I'm a Legend. Oh shit, da. Seravina Hotel. Das muss es sein. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei am, Fuck Fedra Tor. Sehr kreativ. Er fasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. So, werde ich auch nicht rauscutten, Leute. Damit müsst ihr auf YouTube jetzt leben. Ich muss mal ganz kurz bei Anzeige die Bewegungsunschärfe, die mache ich komplett raus. Ich mag das an Spielen einfach nicht. Manche sehen da wahrscheinlich nicht mal einen Unterschied. Ich schon. Hast du den Code? East 2. Stehen einige. Auf diesem Zettel. Jetzt ist die Frage. Aber wir brauchen zuerst Strom für das Tor. Guck mal. Kann ich mir sogar angucken. So, jetzt ist die Frage ja. Brief vom Wachmann, richtig? Wenden. Nee, das ist er nicht. Ach, an den Weihnachtsmann. Scheiße, verlesen. Da. Nur schlecht, dass da East nicht draufsteht. Doch, East ist doch Ost. 53, 45. Erst lesen und nachdenken, dann sprechen, Chris. Okay, wir brauchen erst Strom. Strom. Ich brauche Strom. Wir folgen der Stromleitung. Was ist das denn? Eine Flasche und eine Dose, Alter. Okay, hier. Ich glaube ja, wir müssen auch noch Benzin suchen. Okay, dann mal los. Kein Benzin mehr. Gott verdammt. Was
Was machen wir jetzt? Bin ich schlau oder bin ich schlau? Was? Wer hat gerade gesagt, wir müssen noch Benzin suchen? Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Die fortgesetzte Unterbrechung unserer Versorgungslinien durch WLF. Zusätzlichen Angriff infizierten, bla bla bla. Nahrungsverteilungsquote nicht erreichen können. Halten Sie die Stadttore bis auf weitere für Neubewerber verschlossen, um die angespannte Versorgungslage zu entlasten. Fahren Sie verstärkt nach Kriminellen und weisen Sie diese aus. Alle Klasse 2 Verbrecher können ab jetzt aus der QZ verwiesen werden. Quarantänezone wahrscheinlich. Quarantänezone schreibt man das ja. Also von daher, okay. Idioten. Bring einfach jeden gegen dich auf. Hä, warum? Ich kann das irgendwo nachvollziehen. Wenn du kein Essen hast, Verbrecher nach draußen, fertig. Warum sind sie auch Verbrecher, also? Also ich finde das... Findet ihr das schlimm, Leute? Ich finde das nicht schlimm. Da hoppelt ein Hase. Und da kann man irgendwie lang. Warum auch man lang kann. Kann man doch nicht. Ich dachte, man kann zu dem Häuschen da. Findet ihr das schlimm? Ihre Stimme ist schön. Von wem? Vom Ellie? Oder von der Freundin? Und meine natürlich auch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, da hinten ist die Kuppel. Wo sind wir? Seattle, dachte ich. Ziemlich sicher etwa hier. Ah, cool. Dann markiere ich das mal. Vor allem, fuck Fedrad Gate. Finde ich gut. Wo ist die Kuppel? Da unten ist ein Stadion. So, okay, ab zur Kuppel. Sieht schon cool aus. Nicht schlecht. So ein bisschen Open World jetzt. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat ja alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen die Infizierte die Oberhand haben. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, es hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir, du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Wenn ich mich schon seit Stunden von dir unterhalten lasse, möchte ich wenigstens liebe Grüße da lassen. Das ist ja nett, Street. Street Magics. Vielen Dank. Dann freut es mich, dass ich dich eine mehrere Stunden fesseln konnte. Bespaßen. In Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Manche wurden es. Da ist eine Rehe. Oh, es sieht einfach so geil aus, Leute. Ich feiere das richtig. Da wäre. Vermutlich wäre ich jetzt auch eine beschissene Soldatin. Niemals. Du würdest dir nie etwas befehlen lassen. Ja, stimmt wohl. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, die Seattle-Quarantänezone wäre deutlich belebter. Ja, vielleicht verstecken sich alle in der Seravina. Was meinst du eigentlich, wie viele WLF es sind? Tja, mindestens 8. Was sind denn WLFs jetzt? Sind das alle. Das wird schon. Aber wir sollten aufpassen. Und Vorräte sammeln. Habe ich das verpasst, Leute? Was sind WLFs? Weiß das jemand? Würde mir in die Hosen scheißen vor Angst, wenn ich da alleine wäre, weil alles so verlassen ist. Ellie. Hier steht ein Panzer. Ich glaube, Schimmer wird krank. Was? Woran siehst du das? Sie macht so ein langes Gesicht. Mann. Komm schon, der war doch gut. Toll.
Roger, ich möchte noch einmal auf unseren Streit gestern zurückkommen. Ich verstehe deine Bedenken und deine Zurückhaltung, aber hör zu. Wir haben Fedra bereits ausgedünnt. Viele ihrer Soldaten haben sich unserem Kampf angeschlossen und wir wissen, dass sie sich durch die Tunnel davonschleichen wollen. Dies gibt uns die einmalige Gelegenheit, Taurus und seine Schergen, den letzten Schlag zu versetzen. Wie viele von unseren Leuten werden wir sterben? Vielen Dank fürs Follow, Street. Wie viele unserer Leute werden sterben, wenn wir zulassen, dass sie sich neu formieren? Unsere Leute müssen an erster Stelle stehen. Du weißt, das ist besser als jeder andere. Ich freue mich, dass du diese Frage stellst. Es sind Fragen, mit denen Anführer jeden Tag zu kämpfen haben. Ich bin stolz auf deine Entwicklung, darauf, was für ein guter Soldat du geworden bist und darauf, dass du eines Tages ein guter Anführer sein wirst. Isaac. Tja, und dann kam der Stein von oben. Dann kam der Stein von oben. Das ist ärgerlich. Aber zu sagen, das Pferd wird krank, denn es macht schon ein langes Gesicht, finde ich jetzt schon ziemlich unterirdisch schlecht. Also da sind meine Jokes echt manchmal besser. So. Oh, seht ihr mal den Panzer an. Washington Liberation Front. Ah, das würde Sinn machen. Stimmt, steht das hier irgendwo? Oder woher weißt du das? Hast du gegoogelt? Ich weiß, aber... So, aber wie komme ich denn jetzt in die Kuppelmuppel? Kuppelmuppel. Ah, da ist offen. Guck mal. Treibstoffausgabe. Na bitte. Ja, da wollen wir doch hin. Roger hat das hier mehr als gesichert. In Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Ich will auch da gar nicht durchrennen, Leute. Merkt ihr es? Ich laufe auch immer an so ein paar Passagen hier echt langsam, weil... Also ich könnte jetzt auch hier so... Aber will ich gar nicht. Ich möchte das ja ein little bit genießen. Also geht mal davon aus, dass ich so 26 Stunden brauche, weil ich nicht durchrenne. Aber ich will es einfach genießen, wie gesagt. Und nicht einfach durchhetzen. Und man weiß ja auch nie, was hier um die Ecke auf einen lauert. Das ist so die Pippi-Ecke oder was? Ja, genau da, wo du jetzt hingehst. Da machen alle hin. So, hier ist Scheiße. Kommst du da durch? Okay, ich halte das. Ich konnte es mir schon denken. Geil, Alter, mit dem hohen Gras. Erinnert mich irgendwie an Jurassic Park, wo die Raptoren durchs hohe Gras machen. Wenn du im hohen Gras bleibst, entdecken dich Gegner nicht so leicht. Ja, nicht so leicht, aber sie entdecken mich trotzdem. Okay, wir machen mal Ablenkungsmanöver. Auch gut, das sind zwei. Wenn ich die jetzt aufscheuche da hinten. Der entdeckt mich doch. Ah, stimmt, die macht ja mit. Gar nicht auf dem Schirm gehabt. Hab dich. Ich finde es voll geil, dass die mitmacht. Da kann man, muss man, das ist gut, das muss man vorausplanen. Schnell und leise. Schnell und leise. Besser als laut und los. Alter, das ist auch nice. Jetzt musst du dich auf den Bauch legen, weil du dann tiefer im Gras... Alter. Nicht schlecht, Herr Specht. Haben wir eigentlich noch einen Molly? Wir machen einfach einen. Jetzt pass auf. Jetzt kommt Trick 17, Leute. Wir müssen nur gucken, dass die alle nah aneinander sind. Wir haben zwei Klicker, das lohnt sich sogar. Ja, der mit dem Rucksack da hinten, der muss jetzt nochmal rangetorkelt kommen. Und dann machen wir Trick 17. Dann zeige ich euch mal, wie ich zaubern kann. Ich kann machen, dass Luft stinkt. Der mit dem Joghurt im Rucksack. Komm mal jetzt da wieder vor, bitte. Danke. So, jetzt pass auf. Ah.
Guck mal, wie toll ich zaubern konnte. Gar nicht. Scheiße war's. Hilfe! Okay, war dumm. In der Regel klappt das. wo ist meine... Hallo? Kommst du? Ich warte. Ich hab die nicht im Stich gelassen. Die kommt gleich nach. Das war abgesprochen. Hab ich ihr zugeflüstert, während wir im hohen Gras lagen. Ey, die kommt nicht wieder, Leute. Dina? Ah, gucke hier. Auf dies Verlass. Eine Frau, ein Wort. Nichts passiert. Alles gut. Leute, alles gut. Das war abgesprochen. Alles Show. Ich wollte euch doch einen Zaubertrick zeigen. Das ist Trick 17, deine Begleitung zu opfern. Aber eigentlich war das voll dumm, weil... man reiche ihr Salz und Pfeffer. Notiz an mich. Nicht darauf verlassen, dass Chris dich rettet bei Gefahr. Ach. Jeder ist sich selbst der Nächste. Nee. Eigentlich war das so geplant, dass wenn du den Stein wirfst, dann rennen eigentlich... Das war eigentlich hey, das Wort... Ellie, das hier ist eine Synagoge. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Eigentlich ist es so, wenn du den Stein dahin wirfst, dann rennen die ganzen Zombies zu dem Stein, wo er aufgekommen ist. Ich habe viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Oder was gefunden. Oh, Mist. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Hallo Pina, willkommen hier im Stream. Ist Benzin. Ich muss nur hinkommen. Ja. Ja, eigentlich geht das da so, Stein hinwerfen, Molly hinterher und die brennen, weil sie alle zu dem Stein laufen quasi, aber hat nicht ganz so funktioniert. Aber komm, dafür haben wir die Lage doch elegant gelöst. Einfach wegrennen. Und ich wusste doch, dass die Pippi, die unsere Flamme, die kann sich doch verteidigen. Die ist doch nicht von gestern. Okay. Stimmt, nach so vielen Jahren sind die Viecher schlauer geworden. Ich meine, die mussten ja auch überleben 4 Jahre lang. Das ist eigentlich auch wieder so ein Ding, ja. Genauso, das habe ich mich auch bei Walking Dead gefragt. Oder generell bei Zombiespielen, wo viel Zeit vergeht. Na dann mal los. Ach, Gott verdammt. Hey, also bitte. Das ist dein Haus Gottes. Natürlich ist das leer. Ist leer. Wie blöd. Was jetzt? Versuchen wir unser Glück im Gerichtsparkhaus. Verschwinden wir hier. Gerichtsparkhaus, okay. Das habe ich mir auch gefragt. Bei Zombie-Filmen oder so, wo viel Zeit vergeht, eigentlich müssten die verwesen. Muss man einfach so sagen. Oder bei Walking Dead. Gibt es da keinen Winter? Die würden alle einfrieren. Die würden definitiv alle einfrieren. Ja, also, dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Betest du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Und dann noch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich nur so für mich. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. So, Leute, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ich glaube ja da. Aber wie komme ich da hoch? Hm.
Gib mal einen Tipp. Können wir das Ding da rausziehen? Ah, warte mal. Da ist ein Seil. Und das da bewegt sich bestimmt auch, dieser Kranz. Ich mach's einfach dran. So, es geht. Hier entlang. Bin direkt hinter dir. Bevor ich das benutze, müssen wir noch kurz hier. Hier gibt's bestimmt noch was. Einen dicken Koffer gibt's hier noch. Und ein Briefchen. Private Müller, wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck an der Ecke Spring und Fünfte sammeln sie alle, sammeln sie alle in ihrem Sektor verfügbaren Soldaten, begeben sie sich so schnell wie möglich dorthin. Evakuieren sie alle Verdächtigen, sichern sie den Standort und warten sie auf meine Ankunft. Sergeant Ward. Wardy Boy. Was ist damit? Voll gut, dass sie sich da alles Notizen macht. Das ist voll schlau. Was ist das? Das ist die Tora. Die was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na... Immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Und für diesen Dialog konnte man das jetzt öffnen. Ich wollte das nur noch mal festhalten. So. Wetten, dass ich damit auf den anderen Balkon komme? Tarzan, Digi, Tarzan. Und die Wetten, der reißt. Ellie, Vorsicht. Das ist okay. Es hält. Halte doch, mach doch gerade. Ich finde gut, dass so Kleinigkeiten eingebaut werden. Ich auch. Aber ich finde es nicht gut, dass man wohin, obwohl Strom lief, keine PlayStation spielen konnte. Tarzan wäre neidisch. Da ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut. Alter, sie springt halt erstmal 5 Meter ab. Ich wäre noch einmal geschwungen. So, die Tür da hinten. Offen. Ich tippe auf offen. Sehr gut. Ein Briefchen. Leutnant Torres. Vor 70 Jahren floh mein Großvater mit seiner Familie aus Deutschland. Aus Deutschland? Als der Zweite Weltkrieg begann. Er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeiten gepackt und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen, beschützt von ihren tapferen Männern. Vielen Dank, dass sie mir geholfen haben, so vieles wie möglich aus unseren Synagoge zu retten. Unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen, aber letztendlich zählen doch die Menschen, lebende Menschen, viel mehr. Sie tragen eine schwere Last auf ihren Schultern und ich hoffe, dass unsere nächtlichen Gespräche ihnen etwas Trost gespendet haben. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jeder Wende zum Schlechten folgt ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt es in den alten Redewendungen? Es braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Cooles Sprichwort. Möge Gott Sie immer behüten. Rabbi Tziva Saunders. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. Ruhe und Frieden. Gucken wir mal ganz kurz, was sie so alles eingemalt hat. Ich
kann ich schlafen. Ich sehe andauernd vor mir seinen Kopf. Dina scheint krank zu sein. Ich glaube, sie hat sich erkältet. Es ist beunruhigend, wenn sie neben mir liegt. Ich möchte ihr gerne Freude machen. Wir haben ein letztes Lagerplatz der Autobahn entdeckt. Vielleicht war das nicht Tommy, aber wir haben seit 2 Wochen keine anderen Leute gesehen. Also Daumen drücken. Wenn ich an ihn denke, sehe ich nur blutende Blablabla, Mundzerrisse. Oh, Alter. Ich werde nicht zulassen, dass sie sich nach so, dass sie sich so an mich erinnert. Eher sterbe ich allein. Ist sie allein gestorben? War ihr Gott bei ihr? War er am Ende bei ihr, bei dir? Was schreibt die da, Alter? Die dreht doch komplett durch, oder? Vor allem, dass sie seinen Kopf sieht, wenn sie einschläft, ist natürlich auch sehr... Ich sehe auch die ganze Zeit einen Kopf. Den Schlaukopf! Wer kennt noch den Schlaukopf, Leute? Kennt ihr den Schlaukopf? Okay, streich die Kuppel von der Liste. Finden wir das Gerichtsgebäude. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Kann ich irgendwas... wir könnten noch Medikits herstellen. Schneller Medikits nehmen, haben wir noch gelernt. Wir waren... doch, da waren wir. Ich lese gar nicht mehr, was du jetzt schreibst, Lüdrien. Du bist raus jetzt. Geh nicht mehr auf deine Kommentare ein. Mir knurrt nämlich gerade echt der Zumindest Magen. Zumindest ist das hier friedlich. So seltsam, in einer Kurzzeit keine Trucks zu hören. Oder Schüsse und Explosionen. Meine Schwester hat sie immer gehört. Musikladen Valiant. Wollen wir Vorräte suchen? Okay, krass, wir können eigentlich überall hin und alles looten und so. Stell dir vor, wie es hier früher gewesen ist. Das müssen wir leider tun jetzt. Rumhängen, Instrumente ausprobieren. Mit dem Zeug hier könnte man eine Band gründen. Du kannst doch gar nicht spielen. Ich meine, das kann schließlich nicht so schwer sein. Dazu muss man erstmal den Takt treffen. Und dann kann das tatsächlich nicht ganz so schwierig sein. Ich habe irgendwie ein Händchen für diese Sammelkarten, habe ich das Gefühl. Ich sage, krieg davon ganz schön viele. Lass mal eine Runde Schlagzeug spielen, dann kommen ja gleich die ganzen Zombies angedackelt. Oh Gott, sie tut es. Sie tut es, Leute. Okay, yo, Zombies in 3, 2, 1. Es wäre voll cool, wenn man irgendwas spielen könnte. Ja, wir müssen das kaputt machen. Randale! Finde ich aber cool, dass sie es mit eingebaut haben, dass man das quasi... Da oben ist ein Zelt, das brauchen wir auf jeden Fall auch. Da gibt es auf jeden Fall auch Loot. Warum liegen da Schrauben beim Müll, bitte? Müssen wir jetzt wieder spielen? Das fand ich geil. Das war ein cooles Gimmick, wo wir gespielt haben. Möchte ich gerne weitermachen. Nochmal. Yay!
mache immer zweimal, hört sich cooler an. Was war das? Gar nichts. Na, gar nichts klingt ganz gut. Weißt du noch die Nacht am Lagerfeuer? Ja. Ich wollte gerade was trinken. Danke, Ellie. Bis zum Anschlag. Du hättest mich küssen sollen. Ich wollte es. Ich auch. Okay. Wir sollten weiter. Ja. Die kann ich doch jetzt einfach noch küssen. Verstehe ich nicht. Hä? Wo ist das Problem? Verstehe ich jetzt nicht. Warum bist denn du jetzt so? Gab es da nicht im Vorfeld sogar von Sony ein Contest, es zu covern? Okay, so wird das nichts mit dem Küssen, wenn du so ausweichst. Da gab es doch, glaube ich, einen Contest. Der Moment ist over. So. Ja, da haben wir hier gelootet, würde ich sagen. Oder wo waren denn mal die Eingangstür da vorne? Aber kann man hier nicht hier nochmal... Schade. Wenigstens ein bisschen klimpern. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Karte vervollständigt.
Hat sie durchgestrichen. Hat sie durchgestrichen. Ah, die macht da wohl Striche. Okay, das heißt, wir gehen jetzt links am Gebäude vorbei und gehen mal hoch zum Restaurante. Restaurante. Komm her, Pferd. So. Genau. Was hast du gerade gesagt? Ah, okay. Meine Schwester hat sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Sie wurde einfach immer paranoider. Manchmal ist sie mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. Das ist hart. Wir hatten immer eine gepackte Tasche, falls was passieren sollte. Wir waren nirgendwo länger als ein paar Wochen. Echt scheiße. Werkbank, oder? Werkbank. Alter, dass da überall Strom läuft, ist auch Wahnsinn. Wahnsinn. Verbesserung. Jetzt die Frage, was verbessern wir? Stabilität kann man sogar gar nicht verbessern. Das haben wir schon. Also man kann alles nur einmal verbessern. Dann hätte ich gerne Feuer. Ja, Feuerrate, finde ich, machen wir zum Schluss. Rückstoß machen wir. Ich finde es halt voll geil. Guck mal, wie die da tatsächlich rumdockt dort an der Waffe. Die verändert sich sogar. Das ist nice. Sieht schon sehr professionell aus, junge Dame. Ach, Kapazität hat... Hab ich dann das... Hä? Okay, 6 Schrauben fehlen. Dann hätten wir die Pistole fertig. Sie einfach den Lichtschalter an- und ausmacht. Das sind so kleine Sachen, die finde ich richtig nice. Toll. 1, 2, 5, 9. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Ich glaube, wir haben unsere... Hey, da steckt, da liegt ein Roboter, glaube ich. Wieder mal ein Abschiedsbrief. Colin, ich habe schon wieder das Gerücht gehört. Was ist das? Hier steht, es gibt Vorräte in einer Bank. Sehen wir doch mal nach. Wenn das stimmt, könnte es jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Wir sollten uns das ansehen. Wenn da drin genug Waffen sind, kenne ich ein paar Jungs, die uns dafür sicher aus diesem Scheißloch rausbringen. Na komm schon. Genug Bombe alleine reinzugehen. Aaron. Ist voll geil, dass die da alles aufmalt. Das finde ich richtig nice. Das ist auch wieder so eine Kleinigkeit, wo ich denke, so geil. So einen habe ich lange nicht gesehen. Drücken Sie die Spitze des Gerätes auf entblößte Haut. Ah, das ist hier wieder, ob jemand infiziert ist oder nicht. Ein Tester quasi. So, okay. Dann können wir jetzt die Waffe noch komplett machen. Und dann können wir weitergehen. Es sieht schon fett aus, wie sie die Waffe auseinanderbaut. Und jetzt wieder zusammen. Guck mal, die macht da richtig... Also, ich glaube, ich habe noch nie Waffenverbesserung besser gesehen. Jetzt mal Real Talk. Real Talk vom Boss. Oder? Also muss man schon sagen, das haben die... Wo ist denn jetzt das Pferd eigentlich hin? Extra hier lang gelaufen. Pferd? Du hau doch nicht ab, Mensch! Jetzt habe ich nicht zugeguckt. Toll, Maria. Toll. Ganz toll. Jetzt ist wohl die Waffe fertig ausgebaut. Ja. Als ich in Jackson ankam, war ich überwältigt von all den Leuten. Ich war überwältigt von all dem Essen. Klangfarbenarchitekt. Grüße. Wie ich mich anfangs vollgestopft habe. Dich kenne ich irgendwoher. Essen für später eingesteckt, als ob es bald keins mehr gäbe. Ich hab's gesehen. Hast du nicht? Doch, und ich weiß, dass ich dachte... Wer ist das dürre Mädchen, das das Trockenfleisch klaut? Ich habe nicht so viel Trockenfleisch geklaut. West 2. Danke fürs Followen auf jeden Fall. Ich will noch mal kurz auf die Map gucken. Geradeaus einfach, wa? Beziehungsweise, hier ist doch die Bank, oder? Nicht gerade gesagt, gibt Loot an der Bank. Ich glaube, da ist das Gericht. Woher weißt du das? Ah, nee, da will ich noch nicht hin. Siehst du das Schild da?
An dem Gebäude, wo Gericht draufsteht? Ja, da will ich aber noch nicht hin. Das lassen wir mit Absicht nochmal kurz aus, weil dann kann ich den Rest nicht mehr looten. Klangfarbenarchitekt, woher kenne ich dich denn? Was? Hallo Steinzwerg, grüße. Was willst du, Schimmer? Was du nicht sagst. Oh, nein. Ellie, Schimmer sagt, wir sollten eine Bäckerei suchen. Warum? Sie will fragen, ob sie Stuten haben. Ich habe ein Monster erschaffen. Das ist ganz allein deine Schuld. Wenn man da reinkommt. Frage ist zurückgezogen, kommt man. Er legt sogar eine Waffe. Lesen. Hey Davis, suche in unserem alten WLF-Verstecken nach Vorräten. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in die Serie Vienna, so ähnlich. Mach dir keine Gedanken wegen Benzin, wir kümmern uns darum, Mike. Okay. Der Klangfarbenarchitekt möchte nicht mit mir reden. War Joel nicht verrückt nach Kaffee? Machst du Witze? Er hätte fast alles für ein paar Bohnen gegeben. Ich hab's nie kapiert. Schmeckt wie verbrannte Scheiße. Danke. Was für Kenner von wegen. Gibt es im Chat jemanden, der keinen Kaffee trinkt? Ich finde es voll cool, dass man auch Scheiben kaputt machen muss. Nadine, du trinkst keinen Kaffee? Nutrien auch nicht? Ich tatsächlich auch nicht. Ich bin auch ein Anti-Kaffee-Trinker. Bin ein Milchbubi, ich geb's zu. Ich trinke lieber eine schöne Kakaomilch oder eine Bananenmilch oder eine Erdbeermilch oder sowas. Es gibt ja auch viele Leute, die keine anderen Milchsorten mögen. Also jetzt Schoko, ja. Oh, Alter! Hab ich mir erschrocken, ey. Mach doch nicht sowas. Holy shit. Alter. Ich hab fast den Controller weggeschmissen. Keine Ahnung. Aber ich hasse das. Erdbeermilch ist eklig. Siehst du, da gibt es auch Leute, die mögen das zum Beispiel gar nicht. Aber ich bin zum Beispiel auch so bei meinen, Alter, ich war so voll im Erzählen. Und, Alter, mich richtig erschrocken. Ich hab richtig Schweißhände jetzt. Schweißhände. Chris ist eklig. Ja, das ist ein Schlüssel. Was ist das? Das sieht aus wie ein Hund. Barkos. Barkus ist von einem Hund, hundertprozentig. Barkus steht drauf. Was meinst du, wofür ist der? Keine Ahnung. Schauen wir uns mal um. Sehen wir doch mal nach. Worauf ich hinaus wollte, um auf den Punkt zu kommen. Ich trinke ja viele Eiweißshakes und die gibt es ja in 1000 Milliarden Geschmackssorten. Und ich habe schon so viel durchprobiert. Man muss sagen, Kennt ihr die Bananenmilch von früher aus den Glasflaschen? Die gab es an jedem Kiosk. Hier hatte jemand seine Erdbeerwoche. Und der Bananenshake, den ich gerade habe, der schmeckt genau wie diese Milch. Und diese Milch, diese Bananenmilch, habe ich früher als Kind immer beim Bäcker geholt. Und, das ist so geil. Das ist so ein Flashback. Jetzt mit dem Eiweißshake in Bananengeschmack. Das ist richtig nice. Guck mal, hier können wir auch kaputt machen. Plündern kann er, Leute. Plündern kann er. Plündern und Brandschatzen, genau mein Ding. Ja, Pina versteht das. Alter, hat er nicht gesagt. Was habe ich gesagt? Da waren wir schon. Gibt es noch? Was, die Bananenmilch? Ja, gibt es auch noch. Aber ich weiß es halt nur. Ich habe mir früher beim Bäcker immer geholt. Für 1 Euro. Ne, 1 Mark 80 oder so. 1,80. Chris mag Bananen. Ich mag auch Bananen. Ich mag Bananen sehr gern. Bananen machen wach, wusstet ihr das? Mein kleiner Funfact, damit ihr was lernt hier. Bildungsfernsehen. Okay, da ganz unten ist auch noch. Okay, Leute, wir müssen nächste Kreuzung rechts, bitte. Bevor hier nicht alles gelootet ist, gehen wir hier nirgendwo hin. Ihr wollt ja bestimmt auch alles sehen, oder Leute? Ihr wollt doch bestimmt hier, ihr wollt doch die Gegend erkunden mit mir, oder? 3 Sorten Kakao, Bananen und Erdbeer. Ja, genau die meine ich, Alter. Die aus den Glasflaschen. Die gab es früher immer beim Bäcker. Und die habe ich getrunken. So, und also oft Banane auch.
Und dadurch, dass ich jetzt diese Eiweißshakes durchprobiert habe und auf Banane gestoßen bin, das schmeckt 1:1 wie diese Milch aus der Glasflasche. Und das ist so geil, weil das mich voll an damals erinnert. Und das feiere ich richtig. Aktuell habe ich auch noch Strawberry Cheesecake. Alter, das schmeckt auch so lecker. Wenn man das in Joghurt macht. Ey, wirklich. Ohne Witz. Guck mal, da ist Barkus. Da ist der Schlüssel, Leute. Wir haben es erreicht. Da gehen wir jetzt erstmal looten. Steigt doch ab. Aber schön. Ja, Bananen machen wach. Ist wirklich so. Kannst du googeln. Das wusste ich auch nicht. Genauso wie Nüsse. Dass Nüsse wach machen. Das hätte ich mir irgendwie denken können wegen dem Fett und so. Aber... Ich hab immer Nüsse abends gegessen. Wisst ihr noch im Stream? Habe ich immer Nüsse abends gegessen. Und dann wundert er sich, dass er so schlecht einschläft. Ist eigentlich peinlich zu erwähnen, oder? Ich hab's. Mal sehen, was hier drin ist. Okay, hier gibt's 100% Stress. Aber cool, dass wir looten waren und das gefunden haben. Den Schlüssel für Barkos. Scheiße, was ist das hier? Alter, ein Casino. Deine WLF-Sache. Ja, Loot, Diggi. Das ist Loot. Kurz gesagt, das ist Loot. Was haben die denn gedruckt? Sie halten uns für Schafe. Zeigt die Zähne. Sie halten uns. Propaganda. Erinnert mich an die Fireflies in Boston. Kommt zur Washington Liberty Front. In Mexiko auch, da gab es diese Ravens. Beschützer der Verfassung. So nannten sie sich selbst. Ich wollte mit dir reden. Was ist das? Das sind Angriffspläne für einen Fedra-Konvoi. Dieser Ort muss uralt sein. Ja. Das ist wie so ein bisschen wie so ein Puzzle. Seit Jahren niemand. Seht ihr das? Die malt halt hier so schön drumrum. Geil. Geil. Wir erkunden alles, Leute. Alles und jeden erkunden wir hier. Bevor wir weitergehen. Vorher gehe ich nicht weiter. Da könnt ihr jetzt genervt sein. Ich weiß, es gibt so Leute. So war ich auch mal. Aber nicht bei dem Spiel. Aber nicht bei dem Spiel, Leute. Bei dem Spiel, da müssen wir uns leider alles angucken. So. Auf jeden Fall gibt es 1000 Milliarden Eiweißshake-Sorten. Und es gibt viele, die schmecken nicht, das stimmt. Aber es gibt auch viele, die schmecken übertrieben lecker. Wie gesagt, jetzt Strawberry Cheesecake ist mega. Im Joghurt vor allem. Ausrüsten. Goonie und Ghost würden das lieben. Wir erkunden jeden Winkel auf jeden Fall, meine ich. Habe ich jeden gesagt? Wer? Die Wildkatzen, die ich hatte, bevor ich nach Jackson kam. Sie hatte Wildkatzen. Aber sie wollten irgendwie nicht mitkommen, also ich vermisse die kleinen Tiger manchmal. Hast du Haustiere? Nein, das war noch nie mein Ding. Ich hatte eins, das hieß Joel. Wenn wir hier fertig sind, können wir ein kleines Haustier besorgen. Okay, gut. Hat er nicht gesagt. So. Finde ich gut, was du machst. Ich auch. Verpassen wir nix. Bist du jetzt icke ditte kicke mal Berliner oder was? Ja, ab hier haben wir alles. Wie sieht unser Pferd ziemlich abgemagert aus? Sieht das gesund aus? Wo ist Anja? Anja, sieht das gesund aus? MyProtein. Hashtag Schleichwerbung. Gerne Crisplay als Code eingeben. Kann ich empfehlen, ey. Jetzt hatte ich letztens, das muss ich auch noch erzählen, boah, letztens habe ich auch, ey, ich hatte so Bock auf was Süßes. Ey, ohne Witz, bei MyProtein, das ist jetzt, ich krieg keine Werbung dafür. Ich krieg nichts dafür. Es ist keine Werbung. Es ist nur Empfehlung. Hey, wo wollte sie denn hin? Es ist nur Empfehlung. Empfehlungsmarketing. Aber gerne Crisplay eingeben. ich hatte mir Erdnussbutter bestellt. 100% aus 100% Erdnüssen. Kein Zusatzscheiß, kein Zucker, nix. Schmeckt dementsprechend auch nicht süß. So gar nicht. Schmeckt halt wirklich nur nach Erdnuss. Aber die ist perfekt, die Erdnussbutter, um Erdnusssoße zu machen. Hörst du was? Ich höre was. Darf ich jetzt mal erzählen? Ruhe da im Karton. Das wird richtig übel, oder? Erdnusssoße. Und ich habe als Shake-Sorte gehabt, Schoko-Erdnuss, gab es so als Shake quasi. Und da habe ich den einen Tag, den habe ich mit Milch ganz normal gemacht. Und da habe ich dann noch Erdnussbutter reingemacht. Alter Falter, war das geil. Quasi Erdnuss-Shake mit Erdnussbutter. Nochmal rein. Ich sag's euch. Das war...
Ha! Wenn ich will die Waffe nicht wechseln. Wäre ich jetzt wieder gezwungen, die Waffe zu wechseln? Zeigt er mir jetzt 5 Stunden an, bitte Waffe wechseln? Nee, danke. Ja, wollte ich euch nur mal... Das war schon pornös. Ich weiß, es gibt hier Leute, die mögen keine Erdnuss, aber... Boah, Snickers ist natürlich auch... Ey, wisst ihr, wie lange ich schon kein Snickers gegessen habe? Ich bin schon 3/4 Jahr nicht. Deswegen bin ich auch so eine Diva. Also da ist wieder ein... Hallo, der Grizzly ist da. Aber die sind ja eh blind, richtig? Da kann man Taschenlampe anlassen. Ich muss mal kurz räuschen. Nur der eine. Der eine, oder keine. Für keinen anderen Clown gehe ich lieber in den Bau. So, hier ist noch ein Na, das haben wir. Ne, der da sieht. Das sind Sehende. Okay, wir müssen erst den Klicker wegklickern. Wir müssen dem Klicker verklickern, dass er jetzt sterben muss. Wortspiel und so. Klicker und verklickern. Wo ist er denn jetzt lang? Warum macht er denn jetzt sowas? Ja, du läufst genau richtig da hinten. Schnell, 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 bevor er umdreht. So, folgendes Problem. Sehender, Hörender. Erst den Hörenden, bitte. Ne, erst den Sehenden. Macht sie jetzt den... Du hättest ja auch immer den Klicker da hinten schon mal machen können. Mann! Da schleift's. Ja! Wow, was? Vorsicht! Oh, sie schießt auch noch. Eigentlich ja im Kopf. Was? Auf wen schießt du denn noch? Schnell! Hey, aber die sterben doch so gar nicht. Schiri, wir wechseln! Ich denke über den Kopf immer. Naja, aber so habe ich Muni gespart. Okay. Auch war's das? Das war's. Suchen wir das Benzin. Ja. Ja, auf jeden Fall mag ich das, viele verschiedene Eiweißshakes zu bestellen. Cool. Du setzt dich hin. Weil lecker und so. Versuchst rauszufinden, ob einer lügt. Und das ist an die Leute. An die Leute, die abnehmen möchten. Und immer ab und zu mal Heißhunger auf was Süßes haben. Einfach einen Shake reinpfeifen. Der ist 1000-mal gesünder als alles an Süßigkeiten, was ihr esst. Nur mal so als Hinweis. Mach ich immer so. Wenn ich Bock auf was Süßes hab, einen Shake reinballern. Auch wenn ich schon einen hatte, noch einen. Also, wenn ich morgens einen Shake hatte und abends Bock auf was Süßes hab, noch einen Shake. Warst du schon mal in einem Gericht? Nein. Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Doch, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Ich finde Shakes in jeder Art und Weise ekelhaft. Hä? Misch den mal mit Joghurt. Also ich habe ja Strawberry Cheesecake, wenn ich das mit Joghurt mische, Alter, das schmeckt wirklich richtig lecker. Ich habe auch schon, was gewöhnungsbedürftig ist, ist Quark. Also wenn du Schokopulver zum Beispiel mit Quark mischt, das ist schon gewöhnungsbedürftig vom Geschmack her, aber macht mega satt. Aber Joghurt geht richtig klar. Geht voll fit. Sagt man doch so, oder? Sagt das die Jugend so? Geht voll fit. Geht steil. Stabil, Brudi. So. Hier ist nichts zum Looten. Was ist denn das? Doch, da, guck. Ich mag die Konsistenz nicht. Hä? Ist doch wie Milch. Hier ist was echt Übles passiert. Dann bleib doch bei deinem Kaffee. Das Benzin ist da drin, oder?
So stand es auf dem Zettel. Was, wo? Lass uns da runtergehen. Tiefgarage, ja. Tiefgarage stand das. Ich mag auch Tee. Nee, 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 so ist es nicht. Hey, Taschenlampe. Ich finde ganz schön viele Zettel, Leute. Und ich meine, für meinen Geschmack, ihr seid es gar nicht gewohnt, dass ich jeden vorlese, oder? Benny, die WLF, ich krieg's nicht mehr gebacken, gewinnt. Die Stadt kann jetzt jeden Tag fallen. Und wenn du Feta-Käse nicht verlässt, kann ich dich nicht mehr schützen. Bis vor kurzem konnte ich beinahe verstehen, warum du noch bei denen bist. Aber nach dem Marktmassaker am Donnerstag begreife ich nicht mehr, wie du uns allen Ernstes fehlgeleitete Mörder nennen kannst. Diese Leute wollen nur etwas zu essen und ihre Familien. Und seit heute werden Leute wegen Volksverhetzung ausgewiesen. Das ist ein Todesurteil. Hör zu. Du hast noch Zeit. Ich werde für dich bürgen. Triff mich am Freitag. Triff mich um Freitag um 2 Uhr? Bedumm. Fehler gefunden. Am Rusten-Café alleine. Bitte komm. Ich weiß, dass es beängstigend ist, aber es ist der einzige Weg. Deine Freundin Sandra. Ihr wart selbst schuld, nehme ich an. Hallo, Schelle! Da bleibe ich lieber beim Hopfen-Smoothie. Okay. Ich nicht. Bin irgendwie weg vom Alkohol, Leute. Verschlossen, das heißt, es gibt einen Schlüssel dafür. Oder man kommt da anders rein. Na, natürlich kommt man anders rein. Rambo Ellie schafft das. Wer ist diese Tür? Ich mach Tür kaputt. Okay, Leute, wir brauchen auf jeden Fall den. Ist auch geil. Erinnerung, alle verdächtigen Gegenstände müssen im Büro weggeschlossen werden. Der Code ist 8607-22. Bitte einmal in den Chat schreiben. Danke. Bier ist immer gut. Aber Bier macht dick. Geht da hier ums Abnehmen, Mensch. Der Ludrien, der hat aber schnelle Finger, du. Was ist das? Na, eine To-Do-Liste. Ach scheiße, da war noch Wänden. Egal. Wir nehmen sogar eine Wanted-Liste. Guck dir das an. Die Emma sieht ein bisschen aus wie Ellie. Oh, Machete. Das könnte nützlich sein. Noch ein Brief, Alter. Er kommt zur Lesestunde bei Chris Blake. Was steht da? Der Typ war ein Fedra-Kommandant oder so. Trotz aller Anstrengungen wird die Seattle-Quarantänezone an terroristischen Vereinigungen fallen. Was ist diese Gruppe, wenn sie die Armee schlagen können? Man braucht nicht viele, wenn man so brutal ist. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nichts überschätzen. Okay, Jesse. Ja, die wurden halt angegriffen und bla bla bla. So, Code 8607-22. Einmal plündern, bitte. Richtig? Ja. Nadine, wolltest du mich jetzt, Maria, wolltest du mich jetzt eigentlich wieder verarschen, oder was? Oh, Loot, Leute! Da habe ich auch schnelle Finger, Ludrian, glaub mir. Bei Loot! Was macht sie denn jetzt? Ey, die Tür ist offen, du brauchst da. Wie war das noch gleich, dass die KI jetzt ein bisschen schlauer ist? Hier noch was? Nee. Das habe ich mir noch nicht mal selbst geglaubt. Ist auch gut. So, wir müssen hier runter auf jeden Fall. Seil?
vorsichtig. Also wenn jetzt der Fahrstuhl runterkommt, sind wir am Arsch. Okay, wir stehen auf dem Fahrstuhl, alles klar. Wenn er jetzt runterfällt, sind wir am Arsch. Nö, der steht im Wasser. Wenn das mal nicht nach Zombie riecht. Shit! Ich hab ne Machete, Alter. Komm dran! Tommy. Oh ne, Klicker. Doch, Alter. Ja, okay, es bringt Schleichen nicht viel, richtig? Headshot. Hast du das mit Analogstick? Sie schreit nach Hilfe, aber wenn Ellie sie mal braucht, ist die Alte nie zu finden. Ja doch, die hilft schon ganz gut. Die Typen sind nie aus dem Parkhaus rausgekommen. Verdammt. Suchen wir das Benzin. Suchen wir das Benzin. Hallo? Benzin? Bist du da? Da hinten. Got it. Hat sie die Kanister eigentlich vorhin mitgenommen? Das hab ich, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber anscheinend hat sie das. Und? Warte. Wir haben Benzin. Das Blatt wendet sich. Beschreib's bloß nicht. Das war jetzt ein bisschen wenig, oder? Das Fuck-Fedra-Tor wartet auf uns. Gute Frage. Kann sie denn jetzt eigentlich schwimmen? Joel wollte ihr das beibringen. Also Joel wollte ihr eigentlich das Schwimmen beibringen. Definitiv. Als ob sie das nicht hochheben können. Die können alles hochheben. So, wie kommen wir da jetzt raus? Das ist eine berechtigte Frage. Aber wir werden es herausfinden. Da ist Kassenautomat. Wir müssen unsere Rechnung zahlen. Unseren Parkschein. Da ist noch Loot. Ich habe auch noch nicht alle Leichen durchgeguckt. Irgendeiner hat bestimmt noch was. Oder auch nicht. Ja, wir kommen ja jetzt hier nicht wieder rein, richtig? Ja, dann hier nicht wieder raus. Da, die Fenster. Die Fenster sehen interessant aus. Aber die Fenster sehen auch hoch aus. Und schmal. Da oben ist ein Loch in der Wand. Okay, das könnte funktionieren, wenn wir da was gegenschmeißen. Warte mit deinem Tipp. Tipp. Ich war doch an dem Tor. Jetzt hör doch auf. Ja, okay, ich war nicht an der Kette. Ich geb's zu. Dina, ich komme. Komm schon. Gemacht, Babe. Danke. Huch. Babe, hat sie gesagt. Okay, Tor. Hey, Babe. Wer möchte mein Babe sein? So. Okay, wir müssen aber noch ein paar... Warum blinken die so? Die
Der Hundeladen und das Linksbums. Also wir müssen jetzt rechts rum. So wie wir jetzt stehen, rechts rum. Also vom Pferd aus links. Guck mal hoch. Vorwärts. Da lang, richtig. Ja, so in der Art da lang. Wie geht's dir da hinten? Da lang. Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Geradezu. Ach, zur auch. Straße. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken? Machst du dich lustig über mich? Nein. Das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? No. Ja. Die sind schon ein bisschen romantisch, sind die schon. Ein bisschen süß zusammen. Ja, das hat sie sich aber abgeguckt. Leon, vielen Dank. Leon, ZDF. Oha. GEMA? Fragezeichen. Das hat sie sich abgeguckt. In Teil 1, da war Joel doch immer der Kühle, richtig? So, jetzt ist die Frage, wo sollen wir, was sollen wir hier, wo sollen wir hier? Da unten drunter, da drin? Da müssten wir da rüber. Weil on the map... On the map ist ein Markerle. Ein Markerli! Ein Zeitle! Ah, hier. Wow. Lecker. Dieser Kerl war ein Offizier. Unterwegs in einem Truck mit Ration? Vielleicht wollte er sich verstecken? Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. Und noch ein Brief, und noch ein Brief. Ah, der ist nicht so lang. Es ist alles vorbereitet. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abgefangen haben und die Fedra-Offiziere gefangen genommen haben, kannst du deinen Posten verlassen und dich uns anschließen. Ich weiß, dass du viele Risiken, ich wollte jetzt Englisch, ein bisschen Englisch, Risiken, auf dich genommen und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden. Wir wissen deine Loyalität gegenüber unserer Sache sehr zu schätzen. Isaac. Der Isaac Newton. Loot. Hat sie durchgestrichen. So. Jetzt müssen wir einmal noch nach da ganz unten. Was war denn eigentlich links da oben? Spring Street. War da nix? Wo der Bus ist. Wir können auch einfach der Straße folgen bis zum Ende. Machen wir mal. Wir haben gesagt, wir looten alles. Komm, Babe. Ja. Los geht's, Babe. Hoppelhäschen. Hoppelhäschen. Wisst ihr, was mir noch fehlt? Dass hier einer runterbaumelt, der sich aufgehängt hat. Das fand ich bei The Walking Dead immer so cool. So, und jetzt müsste das doch hier rechts sein. Können wir hier rüberspringen? Schade. Ich wollte aufs Auto springen. Bricht sich das Pferd noch die Hufen. In Teil 1 war Joel immer so kühl. Ich glaube, wir haben die Bank gefunden. Oh, da gibt's Loot. Wollen wir reingehen? Klar. Entscheid du. Verstehe die Frage nicht. Natürlich gehen wir da rein. Wir haben vorhin gelesen, dass da fetter Loot ist. Das ist Scottish Bank. Okay, wenn wir jetzt einen Stein finden, dann gibt es bestimmt hier irgendwelche Klicker. Das ist cool. Auf eine Scheiße, wir könnten zerquetscht werden Art. Entspann dich. Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Das wird nicht heute einstürzen. Glaube ich. Gefällt mir nicht. I don't like that. Hundertprozentig komm hier. Mist. Klicker. Willst du lieber abhauen? Nee.
Also wir könnten es hier nochmal probieren, aber dann sehen die nicht. Eine Pistole. Kusch dich. Ist der geradeaus weiter da, der Klicker? Tut er. Das war so kurz davor. Du hast da was fallen lassen, danke. Jetzt kannst du die auch mal treffen? Weiß ich, spiel schon den Lockvogel, da musst du aber auch treffen. Okay. Liebe Dina. Das waren alle. Das war tatsächlich aber auch so geplant von mir, Leute. Das ist die Bank. Ist keine Ausrede. Was sind das für Westen? Ist wirklich keine Ausrede. Das sind doch keine Soldaten. Ja. Sicherheitsleute vielleicht? Weiß nicht. Oder Bauarbeiter. Was hat noch so Westen, Leute? Mein Babe ist scheiße beim Zielen. Ja, ich glaube auch. Ja, obwohl, ist schon besser als in Teil 1, auf jeden Fall. Es könnten auch, Jäger haben auch Westen. Oh, was haben wir denn da? Da, wieder 60, 23, 06, ich Leute. Ich glaube, diese Schutzwestentypen wollten die Bank ausrauben. Oh Mann, das ist wie dieser Film. Welcher? Ja, mit den Surferbankräubern. Oh ja, ich liebe diesen Film. Und wer erschießt den Busfahrer? Der Joker selbst. Muhaha. Spoiler. Na bitte. Rechts. 21. Sechs. So. Meisterdieb Chris Play hat wieder zugeschlagen, Leute. Haben die da einen eingesperrt? Pass auf, da ist einer drin. Nicht nur ein, wie ich das sehe. Oh, eine Schotti, Leute. Eine Schrotze. Willst du Fun haben? Nimm eine Pumpgun. Sogar eine Pumpgun. Gar keine Schrotflinte, nein, eine Pumpgun. Alter, Geld, Leute. Es ist bloß leider in einer Apokalypse nicht mehr so viel wert. Sieh dir das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Früher in der alten Welt. Huh, wären wir reich. Ist alles leer. Wer soll denn hier anständig looten, Junge? Hey, wollt ihr mich verarschen? Hier gab's nur die Pumpgun. Das ist ja langweilig. Fuck this. Diese Scheiße. Ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Nail hat mich belabert. Hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die überall herumlaufen. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher hier auftauchen mussten und dann alles schiefgelaufen ist. Ich habe einen von Kyle weggezerrt. Der hätte mir fast den Arm abgebissen. Und dann haben mich meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Ah, der war einfach so infiziert. Die Cops werden bald da sein. Wenn ich untergehe, gehen meine Freunde mit mir unter. Ich werde es den Zeitungen erzählen, dem Fernsehen, verdammt nochmal jedem, der es hören will, dass Kyle Peters, Leon Travis und Neil Grant verdammte Feiglinge sind. Ah, halt, wenden.
Ich fühle mich gerade echt komisch. Schwitze wie ein Schwein. Das kenne ich. Arme ganz rot und schwarz, wo sie mich gebissen haben. Kann nicht klar denken. Oh scheiße, passiert es so? Werde ich zu einem von denen, ihnen? Scheiß drauf. Wenn ich draufgehe, dann wie ein echter Mann. Okay, wie ist er jetzt draufgegangen? Hat er sich erschossen? Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Kam ihnen wahrscheinlich schlau vor. Er hat sich definitiv erschossen. Kurt Cobain-like. Bei dem Loch im Hinterkopf, auf jeden Fall. So, mehr gibt's hier nicht, ey, nur Geld. Na gut, und die Schrotze. Die Schotti. Schotti-Klamotti. So, haben wir hier noch ein Fach? Hier war noch ein Fach. Da ist aber leer. Hm. Naja, Schrotflinte. Ist auch okay. Ich hätte zwar ein bisschen mehr gerechnet. Oh, hier ist noch was. Huch! Wo kommen die beiden denn jetzt her? Ich glaube, sie hat Schmerzen, Leute. Wir sollten sie erlösen. Zack! Hallo Mille, was geht? Mille, sei doch nicht so laut jetzt. Jetzt pass auf, Action! Drüber gesprungen, bam! So Leute, was essen wir heute zum Abendbrot? Ich glaube, wir sind hier durch. Da hat sich's ausgeklickert. Da hat es sich ausgeklickert. Aber bis jetzt muss ich sagen... Was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm. Aber du kannst jetzt eine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff. Oh, ein Raumschiff. Ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Links könnte noch was sein. Wir sollten mal links gucken. Bis jetzt, Leute, ist nichts dabei, was man auf schwer nicht geschafft hätte, oder? Also mal ehrlich. Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. Okay, gehen wir zurück zum Fuck Fedra Tower. Oh, hier könnte noch was sein. Stimmt, Lutrien, du bist raus für heute, was Essen angeht. Ja, ab morgen siehst du alles auf YouTube. Wenn du noch nachgucken willst, Mille. Was finden wir denn hier noch für ein Fleckchen, für ein Örtchen, für ein... Warte mal, unten war der Musikladen. Ich glaube, wir haben alles tatsächlich. Gegenüber vom Musik... von der Kuppel. War da noch was? Außer die Bushaltestelle. Da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Da war der Panzer. Okay, nee, da waren wir. Waren wir jetzt überall, Leute? Da oben ist noch FLF. Aber da kommen wir ja nur hin, wenn wir durchs Gate gehen, richtig? Das heißt, wir haben ja alles. Einen Ort will ich mir noch kurz angucken und dann können wir gehen. Pferd bleibt. Guck mal, jetzt stehen die Rehe genau an demselben Ort, wo sie vorhin waren. Das ist ein bisschen unrealistisch. Ich glaube nicht, dass die da nochmal hingehen würden. Jetzt kommt so ein Tiger um die Ecke und snackt so ein Reh da einfach weg. Na, hier waren wir. Okay, das heißt, wir waren überall, richtig? Nach links kommen wir nicht. Also ab zum Gate. Die gesamte Spielzeit des Games beträgt 24 Stunden. Wenn man sich alles anguckt, so wie ich das gerade mache, 26. Also ist ein bisschen. Finde ich gut. Finde ich super. So, wir müssen da hinten wieder hoch. Die Feuerwehr da oben. Aber sagt doch mal, Leute, sieht schon schön aus hier, wa? Mit der Wiese und so. Ist schon... Nicht schlecht.
Haben sie auch lang genug verschoben. Das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. So, ich geh mal schnell Benzin reinfüllen, du Rotztier, hier bitte. So. Okay, sie wartet halt nicht. Na dann. Guck mal, das Pferd kommt sogar hinterher. Voll cool. Hä, so wenig? Der würde nicht mal anspringen bei so wenig. Okay. Da würde er 2 Minuten laufen, gib das wär's. Gib den Code ein. Gib den Code ein. Scheiße, wie war der Code, Leute? Habt ihr euch den Code gemerkt? Generatoren sind ziemlich zickig. Du brauchst bestimmt ein bisschen. Na, wer weiß den Code noch? Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. Wir können wieder Sachen verbessern. Verbesserte Gesundheit erhöht die maximale Gesundheit um 25%. Das ist der falsche Code, Leute. Der Code hier muss 4-stellig sein. Ihr Amateure! So, wie hieß das nochmal? Joels Uhr, ne, es war viel höher, warte mal. Was ist das denn? Vorbereitung, eine Anleitung zum Überleben für die schweigende Mehrheit. Code, irgendwas hieß doch das. Sie warten nur auf uns. Suchen, ich glaube, die sind alle tot. Guck mal, der Wolf da hinten an der Mauer. Die Fenster im Auge. Oder jetzt werden wir gesniped, Alter. Das wäre auch crazy. So voll das Pferd ein Headshot oder so. Das wäre mies. Wolf. WLF. Verstehe. Ah, klar. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Gebe ich zu. Ergibt Sinn. Ich hätte es lootbar gemacht als Spieleentwickler. Für den Trottel, der hier hinterläuft und nachguckt. Als kleine Belohnung. So 3 Schuss oder so. Damit das nicht ganz umsonst war. Ich finde es auch schade, dass man die Autos nicht aufmachen kann. Autos looten wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, Leute zu beschäftigen. Da oben ist der Loot? Nein. Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. Das heißt, wir können auf diese Weise rein. Wissen wir nicht, Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Da ist definitiv keiner mehr. Hast du einen Code für das Tor? Weiß nicht. Wahrscheinlich nicht vollständig, richtig? Dass man das jedes Mal neu raussuchen muss. Türcodes. Halt, falscher. Nee. Nein, kein Code für das hier. Shit. Okay. So, das heißt da oben drüber. Let's do it! 20 Uhr, Leute. So, ab rein da. Dem Zombie hinterher. Auch geil. Da hinten ist er, oder was?
Was ist das eigentlich für ein Gebäude gewesen? Gerichtsgebäude? Nee. Was war das für ein Gebäude nochmal? Ah, ein Hotel. Der will einchecken, Leute. Er will doch nicht. Er will nichts anderes als einchecken. Der hat noch keine Unterkunft für die Nacht. Ich schwör. Der tut keinem was. So. Ich würde gern alles absuchen nach Loot, aber ich glaube, hier gibt es nichts. Ich glaube, es ist einfach nur stumpf, dass man da reinrennt. You and me. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von dem Lied. Nee, Nadine, das ist Girly-Mucke gewesen, weil ich, also die GEMA kraucht doch gerade hier auf Twitch rum und da darf man nicht mehr normale Musik spielen, sondern man muss jetzt GEMA-freie Musik spielen. Und GEMA-freie Musik ist halt leider oft so Girly-Müll. Egal. Oh, da, den hat man fast. Der hat einen Rucksack, Leute. Das ist ein Backpacker. Bleibt der da stehen? Okay, warte mal. Das war richtig knapp. Rescott, es geht darum, wenn einer das macht und alle andere das sehen, weißt du? Vorbildfunktion und so. Wenn neue Leute das sehen, dann denken die auch, die können ja... Es gibt keine Sonderberechtigung, ist so. Das weißt du aber auch. Ich sollte definitiv die Taschenlampe auslassen. Der Zombie hat Zuckung. Ah, die haben ja alle so ein bisschen Zuckung. Alter, was ist das für ein Fahrstuhl? Goldenen Fahrstuhl. Mist, wo ist denn der jetzt hin? Hä? Der das? Scheiße, ich hab nichts zum Werfen. Ich bräuchte halt was zum Werfen, aber hier ist nichts, oder? Ist hier noch irgendwo eine Flasche oder so? Nein. Blödi, doch vor mir steht eine. Ja, okay, die kommt. Der kommt, Leute. Party. Aufpassen! Mach dich schon besser, Junge! Ich liebe irgendwie Nahkampf bei dem Spiel. Ich finde Nahkampf viel cooler irgendwie. Einen dieser Wolfaufnäher. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat, dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ist das keine Gerechtigkeit? Nee, das wäre echt keine Gerechtigkeit. Was mit, wenn wir schon hier sind? Das wäre keine Gerechtigkeit, wenn dann mal Vidya töten. Runde Dart. Was wirft den Globus? Was für ein Globus? Hab ich jetzt den Globus übersehen? Ich hab keinen gesehen. Runde Klavier. Alter, hier sogar goldene Hunde. Voll das Luxushotel. Boah, ich habe aber auch echt Hunger jetzt, Leute. Ich hoffe, die beeilen sich. Wisst ihr, was Traurige ist? Eigentlich muss unsere Freundin hier sterben. Ist einfach so. Aber ich glaube, sie stirbt nicht durch die Hand von einem Zombie. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Sondern auch von den Typen, die Joel getötet haben. Ich glaube, die werden sie um die Ecke bringen. Das ist eigentlich schon vorprogrammiert. Und das wiederum finde ich schade, dass man weiß, dass es so ist. Man weiß zwar nicht wann, aber man weiß, es wird so kommen. Na, weil die so eine enge Beziehung haben. Deswegen muss das eigentlich kommen.
Also es gibt gar keinen... Hey, da ist hier Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen Hallo, wir, Kevin, wo es grüße. Ist. Außerdem, was habt denn ihr jetzt gegen meine Girlie-Mucke? Vielleicht höre ich sowas in meiner Freizeit. Vielleicht bin ich so ein Softie und höre gerne und tanze mit dem Besen durch die Wohnung, hä? Warum seid denn ihr jetzt so, Chat? Den hier erkenne ich auch nicht. Das heißt, es war hier eine andere Gang. Die Wolves. Die Wolves sind andere. Trainingsbücher entfüllen neue Verbesserungszweige. Okay. You and me. Ich finde irgendwie, der Tod von Joel war zu früh. Man hat kaum was von ihm gesehen. Ja, aber hast ja in Teil 1 alles von ihm gesehen. Ich bin mal echt gespannt, wann man denn erfährt, warum er denn jetzt sterben musste. Also das ist noch ganz, ganz wichtig. Und im Trailer, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Mit dem Trailer hat man sich schon gut gespoilert. Also man weiß auf jeden Fall, was auf jeden Fall noch passieren wird. Das war einmal auf jeden Fall zu viel. Gibt es war kein Happy End? Ich glaube nicht. Was ist eine geile Vorstellung? Samstag, 29. März. Unser Schlag gegen den Väter-Kontrollpunkt wurde erfolgreich. Ich habe mindestens 3 von diesen Verbrechern getötet. Bei uns gab es nur ein paar Verwundete. Nach unseren letzten Verlusten hat es gut getan, zurückzuschlagen. An dem Abend haben wir Isaac zu unserem neuen Kommandanten gewählt. Es war ein herzliches Treffen. Seine Schnelligkeit, bla bla bla. 4. April, bin total erschöpft, aus einem guten Grund. In den letzten Tagen sind ein paar neue Rekruten hier aufgetaucht und 6 davon Deserteure. Es ist eindeutig, Isaacs Richtlinie funktionieren. Entweder das oder es sind ganze Flugblätter. Tja, ich würde mal sagen, die Leute, die ihr neu aufgenommen habt, die haben euch verraten und erschossen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Anders, da wieder eine Sammelkarte, Leute. Also wir sind gut im Loot dabei, auf jeden Fall. You and me. Kann man denn irgendwo die Sammlung sehen hier von den Karten? Die hier, wa? Haben schon echt ein paar gesammelt, du. Wir haben schon ein paar Dingsbums und so. Bumsdings. Cool. Bestimmt wirklich auf uns geschießt. Auf uns wird geschießt. Zimmer 217. Hm, der lebt noch. Scheiße. Jetzt ist meine Welt zerstört, kein Happy End. Was ist denn hier passiert? Das war Tommy. Was? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Stimmt, der Tommy ist uns ja voraus, wa? Der jagt die ja schon 2-3 Tage länger. Scheiße, hier drüben ist noch jemand. Ah, da wird Tommy die erschossen haben. Den kenne ich nicht. Ah, das ist der Code, guck mal. Hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Toll, und wenn beide was Unterschiedliches haben, woher weißt du dann, wer lügt? Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Es könnte auch sein, dass sie will, dass man sie tötet.
weil sie gebissen wurde. Er kann noch nicht weit sein. Ja. So, hat sie sich den Code aber jetzt aufgeschrieben? Oder? Na los. Hier lang geht das raus. Vielleicht holen wir Tommy ein. Ja. Hä, sie hat sich doch da gerade was notiert, oder nicht? Ich bin doch nicht bescheuert. Ah, warte mal, da stand's. Halt. Auf. Rechts steht er unter ihrer Hand. Oder nicht? Ist das auf der anderen Seite? Hm, ah, das ist das No Gas, was da steht. Oder? Nee, das ist ein Code rechts. Unter ihrem Daumen. Aber wir können ja nochmal kurz gucken. 7302 würde ich mal behaupten. 7302. Okay. Ja, Leute, aber was macht man denn jetzt, wenn beide dann was Unterschiedliches sagen? Woher weiß man denn, wer gelogen hat? Ich meine, im Endeffekt muss er dann doch trotzdem beide erschießen. Oder? Hä? Hey, also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Idee ist ganz cool, aber... nichts weiter. Es steht gerade die Hypnose im Raum, dass die eine gebissen wird und dann möchte, dass man sie... Ja, ich glaube, es könnte auch sein, dass die hier gebissen wird, die gute Dina, und dass sie dann möchte, dass Ellie sie tötet. Ist auch gut vorstellbar, also gehe ich d'accord. Auch eine gute These. Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich weiß. Alles aber das wäre zu einfach, oder? Wobei, da muss sie sie töten. Ja, das wird so kommen. Ich muss nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt? Ich hätte Schlimmeres getan. Kapiert. Hm. Guter Hinweis, das möchte ich gucken. Henry, gut aufgepasst, Henry. So, gut aufgepasst. Sie kann auf dem Pferd nur die Karte öffnen. Tu sie bitte weg. Du gehst zum Generator. Ich mach das Tor auf. Weißt du noch den Code? Der mit Blut geschrieben war? Ja. Das ist eine gute Frage, ob sie den hier drauf geschrieben hat. Hat sie nicht, guck mal. Hat sie nicht? Aber sie hat sich was aufgeschrieben, oder nicht? Was mich wundert, dass man von Anfang an die andere gespielt hat, sie jetzt nicht mehr kommt, kann vielleicht später entscheiden, wen man spielen möchte. Das wäre krank. Das wäre krank. Halt, Generator. Aber wer entscheidet sich denn dann bitte gegen Ellie, also... Wobei die Frage ist ja, vielleicht ist das ja auch zu Recht gewesen. Weil Joel hat wahrscheinlich ihre Mutter getötet. Von der Abby. Hab's. Und ich hab's auch. Dann müsste sich den Code gar nicht merken. Die Frage ist nur, wo führt uns das hin? Mal ganz kurz was gucken. Voll unrealistisch, dass sie da nicht hochkommt. Die andere hat riesen Oberarme, also wir leicht ist sie. Touché. Vielleicht weiter oben, dann haben wir das im Blick. Die Pumperliese. Ich hab sie freundlich Pumperliese genannt. Das Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierte. Oder WLF. Wolves. Wie auch immer. Schön hier mit ich hab den Bäumen. Doch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Mandeldinger? Oh mein Gott. Was? Ich klang gerade. Dina! Schnapp die andere! Verliert sie nicht! Los! Dina! Ich war das nicht! Das Pferd!